Jo, hallo zusammen. Also heute mal komplett anders. So, ich habe ja das Teil hier. Und das soll ja ein Felsvorsprung aus dem Haus raus werden, ja, das ich vorstellen kann. Und ich möchte ein kleines Hexenhaus drauf bauen. Und ich habe hier was vorbereitet. So, ich denke, die Größe passt. Das sind Platten aus Platten. Ganz normal. Die grüne hinten drauf. Wird schon irgendwann mal halten. So. Und war ein paar Steine da und ein paar Platten. Ich dachte mir, ich baue jetzt einfach mal ein wenig, dass man das wenig sieht, weil der Gedanke von den Videos ist ja eigentlich mehr so, wenn ich irgendwann der Meinung bin, ich will es mal wieder verkaufen oder so, weil meine Frau meint, wir brauchen mehr Platz. Dass ich halt einfach mal, wenn ich es in YouTube, in eBay reinstelle, ein paar Bilder rüberlinken kann und dann mal sagen, ja, pass auf, so und so habe ich das gemacht, das schaut so und so aus. Ja. Und ich habe das so gebaut und die Steine sind verbaut und keine Ahnung was. Ja, das ist der ganze Gedanke dahinter. Und deswegen dachte ich, wir machen es halt mal so. So. Ich denke, das passt. Muss ja nichts besonders groß sein. Als X-Schlossen bauen. Vielleicht noch ein paar Plates rein oder so als Fußboden. Hab mir überlegt, ich könnte es aber mit der Slotbauweise probieren vielleicht, dass das cool ausschauen könnte. Und mit die Wände hochkant, aber Einser wäre cool. Naja. So. Ein Fenster dazu. Ich habe mir ein bisschen was überlegt schon von vornherein. Aber so ganz sicher bin ich mir eigentlich noch nicht. Das kommt dann meistens erst einmal beim Bauen oder beim Umbauen, je nachdem. Na, auf Seiten. Ist mal so hier. Ich denke, das passt so. Die Tür. Vielleicht hinten aus noch ein Fenster. Mal schauen. Jupp. Jetzt da. Habe ich mir auch ein paar Plates vorbereitet. Solche hier. Und sowas. Das ist alles von Lego. Das sind die braunen von Lego. Brown, das ist Reddish Brown. Ja. Das hier ist Reddish Brown von Blue Bricks. Also nimmt sich farbmäßig ein bisschen Unterschied. Man sieht es, ne? Aber die halten einwandfrei. Tun das, was sie sollen. Also ich habe da noch nie Probleme mit irgendwas gehabt. Also tipptopp. Von der Klemmkraft her und so weiter hatte ich eigentlich noch nie irgendein Thema. Und von den Farbabweichungen sind die komischerweise bei Lego immer am schlimmsten gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich das sogar schön teilweise, weil es ist ja nicht immer alles gleich. Haben jetzt ein paar Hinges bestellt. So. Ein paar viele. Ja. Da ich mir so ein schwungenes Dach vorstelle. Keine Ahnung, so gewölbt halt irgendwie, aber das so muss ich es machen. Aber da muss ich erstmal schauen, wie ich das am besten hinbringe. Meistens ist es ja Try and Error.
baue ein wenig was. Und dann sehe ich, was passiert. Und dann sehe ich, dass es schlecht ist und dann baue ich es neu. Und dann baue ich es nochmal neu. Und nochmal neu. Die Hinges hier sind von Lego. Also kann man sehen. Also bestellt auf Bricklink. So. Das. Ist das einfachste eigentlich, bloß wenig Masse braucht, finde ich. Wenn ich viel Masse brauche, dann macht es schon Sinn, denke ich, woanders hinzugehen. Aber kommt immer darauf an, was man will. Wenn man eine 2x1 Plate, die kostet 1 Cent in der einen Farbe und 20 Cent in der anderen. Da denkt sich da mal, warum eigentlich? So. Jetzt würde ich mal sagen, ich probiere mal was aus. Und dann auf Seiten hier. Das sollte erstmal reichen, denke ich. Ja. Kleine Kiste mit Braun. Ist besser. Vielleicht an Längen. Gucken wir schon, dass es so nicht funktionieren kann, wie ich es vorstelle. Wenn ich da keine Ebene reinbringe, gerade, das heißt wahrscheinlich mit Modified arbeiten müssen am Schluss, dass ich nochmal einen halben runtersetze, dass ich die Lücke hier schließen kann. Aber wir werden sehen. Ich gehe mal auf Pause und dann bis gleich. Ich habe mir jetzt hier mal irgendwas zusammengebastelt, so als Probeteil, und ich finde, so könnte es ganz gut ausschauen. Muss man dann im Ganzen sehen. Also wenn ich vielleicht mal den rausmache, einfach so eine große Plate drauflege. No. Hey. So, muss aber sitzen. So eine große Plate drauflege. Und da oben dann vielleicht die drüber. Und wenn ich dann nur unten noch sowas reinmache, na dann kann man das doch als Dach durchgehen lassen, so als Ansatz, oder? Ich habe ja schon bei anderen Seiten noch was ausprobiert. Da habe ich jetzt eine kleine genommen. Also die 212. Nehmen wir sie mal so. Und dann, ja, sagt man, erkennt es halt nicht gescheit. Sagt man gleich mal was Langes drauf. Sagt dann immer Brown. Ich habe mir überlegt, fürs Dach selber würde ich mir die, habe ich mir, Gott, wie heißt es denn? Sand Cream besorgt, ich fand die Farbe recht cool. Und da habe ich mir übrigens ein Muster überlegt. Ich hoffe, das haut hin. Das Gap hier gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob sich das ergibt vielleicht, oder erschlägt, wenn ich da noch eine drauf mache. Tada! Ja. So kann man arbeiten. Gut, jetzt habe ich zwar eine 1, 2, 3, 4, 5 Platten dicke Decke. Aber verringt sich das nicht neu. So. Jetzt machen wir mal kurz irgendwas. Schalte ich mal wieder weg und dann
Bis gleich. Ja, also das hier ist jetzt mal so die Rundung von der einen Seite. Ich denke, ich habe es ganz gut hingebracht. Sind die doppelten wieder auf gedoppelter Hänger. Hier und hier habe ich die Teil Modified 2 auf 1 reingebaut oder Jumper Plates, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja. So, der Farbenmix gefällt mir eigentlich fast. Finde ich schade, dass ich da was drüber schmeißen will. Und das hier ist die andere Seite. So. Alles Gute, teure Lego Plates. Angusspunkt. Das ist Wahnsinn. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt immer nicht von den Angusspunkten, was mir da besser gefällt. So eine, wo man einfach offensichtlich ist und ja, ist halt da. Aber die Farbe ist noch. So, der fällt jetzt nicht großartig auf. Also farbmäßig vom Unterschied hier. Da muss die Kamera sein. Ja, Fokus. Ja. Ist alles braun. Oder sowas wie hier. Wo dieser weiße Punkt drauf ist. Ja, Fragen, um sie wer streiten kann. Sagt man jetzt da. Ich mache dann die zwei irgendwie so zusammen. Mache heute auch ein recht hübsches Dächlein. Und die bekomme ich. Die bekomme ich zusammen. Und zwar gibt es da das Teil hier. Na? Ganz normal. 2 auf 2 Inch. Und dieses tolle Teil hier. Das ist eine Blade mit 2 Noppen. Also mit 4. Also eine Zweierblade mit 4 Noppen. Ein Richtungsumkehrer. Ah, und die Dinger liebe ich. Und ist da. Schauen wir nochmal. So ungefähr. Trial and Error. Mal da mal den ersten hin. Und nein. Setzen wir mal eine Plate drauf. Nein. Nächste Plate. Hey. So kann es funktionieren. Intelligent. Vielleicht sollte ich mir da Dreier mit zwei besorgen. Ich glaube, die sind stabiler und seltener. Und verkehrt rum. Ach ja, der Vorführeffekt. Also nochmal. Denke ich, werde es anders machen mit mehr. Aber jetzt geht es ja erst mal darum, was funktioniert. Und vor allem, wie es ausschaut. Hey. Also nochmal, du warst hier und du musst da drauf. Und warum gehst du nicht? Doch, du gehst. So, so wie man das mit Akku noch hinhält und vor allem der Speicher von meiner Kamera, weil das ist bloß mein Handy. Sagt das komplette Equip von hier. Ist ja eigentlich nur da, dass es da ist, weil ich mache das ja jetzt nicht professionell, sondern wie gesagt, der Gedanke ist ja ernsthaft nur dabei,
wenn ich der Meinung bin, ich will es wieder verkaufen, dass ich dann auf die Videos verweisen kann. Sagt das letzte Muster schon raus, aus Platzgründen. Das war auf 2,5 Blades gebaut, also Baseplates, die 32er und das 16er. Und ja, das hat schon Masse gehabt dann und naja. Ich habe mich am Schluss geärgert, weil ich halt nicht erklären konnte. Jawoll. So, tada. Ein Hexenhausdach. Weil ich nicht erklären konnte, was ich da alles gemacht habe und so. Und dann dachte ich mir, hey, wenn du der Meinung bist, dann machst du das wieder irgendwie wieder. Dann musst du mal ein paar Videos drehen, dann wenn mal Fragen kommen, dann kannst du auf die Videos verweisen. Oder die Leute sehen dann gleich, wie du wo was gemacht hast. Und du kannst auch immer wieder sagen, was du verwendet hast und keine Ahnung was. Und am Ende vom Tag soll es dann so irgendwie ausschauen. Ich denke, das könnte cool werden. Wir werden sehen. Auf alle Fälle werde ich da mal ein neues Video drehen dazu, wie es weitergeht. Aber das Dach selber, bis auf die Stabilität von dem Teil dahin, gefällt mir schon sehr gut. Und dann meine ich geplant, ich mache hier mit so Plates. So. Da. So rein. Die Mauer. Weil mit normalen drüber geht es ja nicht. Also da kriegst du ja nie im Leben dein Ding zusammen. Aber das Problem ist das. Ich glaube, das sind meine letzten. Sagt. Das ist bloß wegen Farbunterschiede. Das ist eines wieder braun. Das andere ist wieder reddish brown. Ich habe keine Ahnung, aus was für einem Set die Farbe hier wieder ist. Was mir halt gefällt, wird gekauft. Wie gesagt, ich habe dann nie ein Problem gehabt mit irgendeiner Stabilität von irgendeiner Marke. Die sind alle so gut waren. Also, na, also, die sind gut waren, die sind stabil waren. Steht da kein Lego drauf. Das ist der einzige Unterschied, aber ganz ehrlich, wichtig ist, dass man doch draus gebaut wird und nicht, was draufsteht. So, und das war's für heute. Bis demnächst und Dankeschön.